Unsere Frau in Wacken ist Lisa Knittel und man kann wirklich sagen, sie hat heute Abend einen sehr sonnigen, aber auch einen sehr lauten Job. Lisa, wie sind denn die ersten Stunden des Festivals gelaufen? Ja, irgendwie ganz ungewohnt unspektakulär, muss ich sagen, weil wir haben Wacken tatsächlich pünktlich eröffnet. Das habe ich noch nie erlebt und vor allen Dingen nicht letztes Jahr, als wir hier oben 4 Stunden, 5 Stunden gewartet haben, weil sich die Eröffnung des Holy Grounds aufgrund des Schlamassels immer weiter verschoben hat. In diesem Jahr war es auch nicht Thomas Jensen, der Gründer von Wacken, der gesagt hat, open the gates, also öffnet die Tore. Nein, es gab eine Pyrotechnik hinter uns, die in die Luft gegangen ist und plötzlich stürmt die Metalheads von da hinten, wo man die weißen Salzspitzen sieht, über den Holy Ground, den heiligen Grund, wie sie das Infield hier nennen. Ein weiter Weg, denn das Gelände ist immerhin 10 Fußballfelder, 68.500 Quadratmeter groß. Und das ist schon ein einmaliges Gefühl, wenn die richtig Gas geben und bis vor die Bühne rennen, dann bebt das hier. Ich finde das immer wieder beeindruckend. Es gibt ja auch ein Motto jedes Jahr auf Wacken. Das war dieses Jahr Witches and Warlocks, also Hexen und Hexer. Das heißt, einige Leute haben sich verkleidet und waren zwischendrin zu sehen. Aber besser ist immer gucken statt drüber reden. Schauen Sie mal, wie das ausgeschaut hat. Entspannt. Es ist keine aggressiv, alle genießen das hier. Ja. Einfach Metalheads, 80.000 Metalheads aufeinander, super. Auf jeden Fall Korn. Heiße Wacken! Wir sind das erste Mal hier und sind ganz geflasht von dem Ganzen hier. Und alles, was kommt, also In Extremo, Scorpions, ich bin ja schon etwas älter, von daher. Richtig geil. Das ist mein erstes Wacken. Ich habe mit so viel Menschenmassen und so geiler Laune und so ein geiles Camp gar nicht gerechnet. Es ist mega, mega. Are you with us? Ja, jedes Jahr wieder eine riesige Freude bei den Metalheads, dass es losgeht. Und mehr als 140 Bands spielen ja bis Samstagabend in Wacken. Für alle, die es jetzt noch nicht direkt sofort erkannt haben, wer steht denn jetzt gerade auf der Bühne? Jetzt ist es gerade Flogging Molly, die sind zum ersten Mal dabei, eine Punk-Rock-Band aus Los Angeles. Und vorher, da war Bülent Ceylan, den man eigentlich als Comedian kennt, da. Und der Peter Maffay als Überraschungsgast auf die Bühne geholt. Also es gab schon ein paar Highlights gleich heute zu Beginn. Lisa Knittel live vor uns beim Wacken Open Air. Vielen Dank.